Harnawa heißt es? Harnawa. 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 Mit P. Mit ah, ja. P. P-A-R. Harnawa. N-A-W-A. Okay. Der heißt, okay. Den kenne ich nicht, ja? Ja. Aber, ja. Das ist auch gut, ja. Das es gibt sehr viele, also nicht jeden kennen. Ja, normalerweise, unser Reiseleiterkollege kennen wir schon, ja, wenn wir, weil wir dann oft dann Kontakt haben, ja. Und wir manchmal, wenn ich dann Leute hier haben, die wollen auf Java machen und ich kann das nicht machen, und muss ich denn die dann kontaktieren und dass die dann für mich hier das machen, ja. Ja. Und das ist ja auch schon eine gute Zusammenarbeit. Gut, ja. Ja. Das war noch nicht, also nicht so ganz optimal eigentlich. Also die Europäer kommen noch nicht so viel zur Zeit, ja, kurz nach der Corona, Wiedereröffnung, nach der Pandemie. Ja. Ja. Das war schon eine schwierige Zeit auch für viele in Indonesien. Ja. Ja. Und ja, also vielleicht warten noch auch schon die Europäer ein bisschen ab, bis alles wieder okay ist. Manchmal gibt es da auch schon viel Aufwand, ja, mit Nachprüfung, mit wie heißt das, ja, PCR Tests und so weiter, ne? Und vielleicht muss auch noch getestet werden und so, ne? Ja. Aber zurzeit in ganz Indonesien ist alles okay, ja, also das das Essen nicht so viel wie zum Beispiel, dass so viele Regeln verhängt wird, ja, also wie Maskenpflicht, da gibt es nicht mehr, da gibt es nur noch Controller bei in einem Krankenhaus zum Beispiel, ja. Also dass man da messen der Temperatur. Genau, da wird auch schon manchmal auch gemessen, aber zurzeit habe ich auch nicht mehr so viel gesehen, dass da gemessen wird, ja. Ja. Und dann ist großenteils auch ja, das läuft alles wieder angenehm, ja, und wir erwarten schon, dass Touristen auch zu uns wieder kommen, ja, ja. Weil, ja, wir, also ich besonders, also nicht Lombok im Allgemeinen, vom Tourismus, ja, also lebe, ja. Also ja. Mein Leben ist ja einfach vom Tourismus abhängig, ja. Ja. Und ja, das war eine schwierige Zeit, 2 Jahre, nichts gearbeitet, nichts gemacht, nichts verdient, ja, nur zu Hause geblieben, ja, keine Unterstützung vom Staat, ja, das war auch schon schwierig, ja. Ja. Also, aber hast du das einigermaßen gut überstehen können? Ja, das war halt, wir müssen auch schon unsere Sachen, sage ich mal, Auto verkaufen, ja, oder sagen wir mal, ein bisschen Darlehen bekommen von der Bank, oder sagen wir mal, wir leben von Ersparnis, was wir vielleicht 2 Jahre gesammelt haben, ja, und das war halt so. Und es gibt auch schon schwierige Zeit für andere Kollegen, die auch die Arbeit wechseln müssen, dass die dann zum Beispiel als Bauarbeiter gearbeitet haben, ja, Reisanbau eingesetzt, ja, oder nur sonst noch was, ja. Ja. Oder verkaufen etwas an der Straße, Kleinigkeiten, ja. Also, ja. Das war halt sehr schwierig, ja. Aber die Regel war schon selbst sehr schwierig. Also, macht das Leben sehr schwierig, weil Leute halt überhaupt kein Geschäft machen dürfen, ja. Ja. Wenn irgendwie mal, ja, während der Pandemie man noch etwas machen oder Geschäft machen darf, ja, wäre kein Problem, ja. Aber wir konnten nichts verkaufen, also an der Straße zum Beispiel, wir können kein Geschäft aufmachen, wir können nirgendwo hinfahren, ja, und alles gesperrt und, ja, und war halt auch schwierig, weil es dann auch für uns überhaupt keine Unterstützung gibt, ja. Das war schon für alle schon schwierige Zeit, aber das ist gut, jetzt ist schon vorbei und dann wir fangen von vorne wieder an, von Anfang wieder an, ja. Und ja, das hat
dass es dann halt jetzt schon wieder okay, langsam, ja. Und wir erwarten, dass die Touristen wieder zu uns wieder kommen, ja. Besonders ich dann bin schon bei deutschsprachigen Touristen spezialisiert, sage ich mal. Also ich mache keine Führung in andere Sprachen, Englisch zum Beispiel. Ich kann schon ein bisschen Englisch, aber ich mache lieber Deutsch, ja, dann bin ich dann spezialisierter. Und wie hast du dann mich gefunden dann, ne? Wir haben im Internet einfach geschaut, zuerst was Google. Was kann man machen auf Lombok, was kann man machen auf Bali. Dann wollten wir auch nicht alleine oder mit dem Taxi, weil wir wollten eine Führung, eine Privatführung machen. Und wir ein wenig geschaut und dann kam einmal deine Seite, ja. Ach so. Und dann haben wir geschaut, was du Touren anbietest. Und dann haben wir das angeschaut und dann haben wir immer gesagt, das wäre noch gut, zuerst dieses Lombok. Aha. Aber wir haben jetzt gestern auch noch gesagt, weil dieser Wasserfall gesperrt war, haben wir gesagt, ja, es wäre vielleicht schön, draußen noch diese Wasserfälle zu sehen. Ja, das kann man schon besuchen. Ja, das war schon vor ein paar Tagen gesperrt, weil es dann irgendwie mal Überschwemmung gab. Ja. Ja. Aber das ist wieder okay jetzt, ne? Und man kann wieder die besichtigen. Ne? Ja, also bei starkem Regen passiert da schon, ja, dass irgendwie mal so Sturzflut gibt, ja, oder sagen wir mal so Überschwemmung gibt. Also so viel Wasser auf einmal dann runterkommt, ja, vom Berg, ja. Bei starkem Regen, weil bei uns, wenn es regnet, das regnet ganz heftig, ja, für kurze Zeit, ja, vielleicht 15 Minuten, aber wirklich heftig. Es gießt, ja, und dann gibt es überall so Wasser, überall steht unter Wasser, steht alles unter Wasser und das war halt dann, das irgendwie mal vorgekommen war, was dann gerade in dem Wasserfall passiert ist. Ja. Ne? Ja, aber es ist wieder in Ordnung. Ab und zu jetzt Wetter wieder okay. Und irgendwie haben die Experten auch schon recht wegen Klimawandel, dass wir eigentlich langsam auch schon ein bisschen weniger Regen jetzt haben. Ja. Und wir haben dann damals zur Trockenzeit mehr Regen gehabt, ja? Ja. Also irgendwie schon viel Regen haben wir dann gehabt, ja, und war auch schon heftig. Und dann haben wir uns auch gewundert, dass wieso sowas passiert, ja? Also so viel Regen in der Trockenzeit, ja? Ja. Dann in der Trockenzeit erwarten wir normalerweise überhaupt keinen Regen, ja? Aber es ist dort doch trotzdem passiert, ja? Ja. Und dann deswegen haben wir gedacht, ah, ja, doch wirklich, vielleicht haben die Experten doch recht, ja, mit dem Klimawandel und das verschiebt sich ein bisschen und das ist ja nicht so ganz richtig zu der normalen Trockenzeit, dann regnet zum Beispiel, oder die Trockenzeit, ja. Normalerweise haben wir die Trockenzeit zwischen Mai bis September ungefähr, ne? Und das ist die schönste Zeit normalerweise für Touristen, weil es wenig Regen gibt, ja. Dann Regenzeit, dann haben wir dann von September bis April, ja, und so, ne? Ja. Aber jetzt in der Trockenzeit hat es manchmal auch schon sehr stark geregnet, ja, und auch jetzt ja etwas weniger vielleicht, ja. Aber den meisten Regen werden wir dann eigentlich im November haben, ja? Ja. November, Dezember, Januar, ja. Aber wenn es regnet bei uns, ja, heißt es nicht, dass es den ganzen Tag regnet, ja. Aber dann nur schon, ja, also unterbrochen, vielleicht so eine Stunde und dann in 3 Stunden, ja. Das heißt auch, dass man jederzeit hier nach Indonesien verreisen darf, ja, also verreisen kann. Besonders, wie gesagt, wenn es regnet, regnet es nur kurz, ja, und es ist dann warm, ja. Ja. Also das heißt, im Regen kann man auch schon schwitzen, ja. Ja. Ja, irgendwie, ja. Irgendwie komisch manchmal, ja, aber es ist halt so, ne, dass der Regen, also Regenwasser ist auch schon warm bei uns hier, ja. Ja. Habt ihr die Rundreise Java über einen Veranstalter gebucht, ja? Ja. Über welche Veranstalter? Tourasia. Tourasia, ja. Weil ein Kollege von mir, sein Vater,
hat in der Schweiz ein Reisebüro. Sind wir zu ihm gegangen und haben gesagt, ja, wir wollen Ausflüge machen, eine Tour, die Indonesien sehen. Und dann hat er uns das vorgeschlagen. Dann haben wir das gebucht. Okay, that's good. War alles organisiert mit Flug bis Jakarta, dann Abholung vom Reiseleiter bis zum Hotelführung und dann die Reise bis nach Bali zum Hotel, auch der Transport von Bali bis zum Hafen, Padang Bay, yes. Und dann noch die Fähre, ist alles, war alles dabei inbegriffen. Ja. Zusammen mit deiner Familie. Ja, genau. Hast du auch Kinder? Ja, zwei Töchter. Ja. Ja. 22 und 12. Ja. Und wie alt bist du? Bin 54.